Die Sonne ist technisch gesehen nicht das Zentrum unseres Sonnensystems. Sie befindet sich in einem Raum, der Baryzentrum genannt wird, auch als Massenmittelpunkt bezeichnet. Ihre Position hängt auch davon ab, auf welchem Planeten du stehst. Das Baryzentrum ist normalerweise dem Objekt mit der größeren Masse am nächsten. Da wir uns also auf der Erde befinden, ist unser Zentrum des Sonnensystems die Sonne. Aber wie gesagt, sie ist nicht das Zentrum des Sonnensystems. In Bezug zum Jupiter liegt das Baryzentrum sogar außerhalb der Sonnenoberfläche. Jupiter ist 318 Mal größer als die Erde. Daher ist die Verteilung anders. Die Planeten drehen sich nicht wirklich um die Sonne, sondern um ihren gemeinsamen Massenmittelpunkt. Stell dir vor, du balancierst einen Bleistift auf der Spitze deines Fingers. Du müsstest ihn genau in der Mitte platzieren, damit er nicht zu einer Seite kippt. So wie die Masse des Bleistifts gleichmäßig verteilt ist, könnte man meinen, dass sich alles so ausgleicht, vor allem im Weltraum. Aber versuch mal, einen Hammer auf deiner Zehenspitze zu balancieren. Die Chancen stehen gut, dass du dir dabei deinen Zeh brichst. Sein wahrer Massenmittelpunkt liegt in der Nähe der Hammerkuppe und nicht in der Mitte, wo du ihn anfasst. Der Schwerpunkt der Erde und der Sonne ist wie dieser Hammer. Der Massenschwerpunkt liegt mehr oder weniger in der Mitte des Objekts. Wenn sich die Sonne um die Erde drehen würde, müsste unser kleiner blauer Planet realistischerweise genauso groß sein wie die Sonne oder sogar noch größer. Dabei dürfen wir aber die anderen Planeten in unserem Sonnensystem nicht vergessen, denn sie müssten sich auch um uns drehen. In der Antike dachten kluge Köpfe, dass sich alles um die Erde dreht. Sie nannten es das geozentrische Modell. Und das machte für sie durchaus Sinn, weil es so aussah, als würde sich alles um uns drehen. Die Sonne und der Mond spielten in der Geschichte der Menschheit eine wichtige Rolle. Und erst viel später kam es, dass wir uns im Vergleich zum Universum unbedeutend fühlen. Im antiken Griechenland und im Mittelalter nutzten kluge Köpfe das geozentrische Modell, um den Weltraum zu erforschen. Erst im 16. Jahrhundert änderte sich das Modell. Damals konnten sie sich nicht vorstellen, dass sich alles um die Sonne dreht. Und falls doch, hatten sie damals nicht das Wissen und die Möglichkeiten, um das zu untermauern. Die Erde kann nicht das Zentrum des Sonnensystems sein, weil sie dafür nicht groß genug ist. Aber wenn die Größe gepasst hätte, hätte sich das Leben ganz anders entwickelt. Wir wären wahrscheinlich weniger auf Sauerstoff angewiesen. Einige Tiere wie Wale und Delfine kommen stundenlang ohne einen einzigen Atemzug aus. Sie schlafen sogar unter Wasser. Die Menschen auf der sonnengroßen Erde hätten also spezielle Lungen bekommen und müssten nicht ständig Luft schnappen. Das bedeutet, dass das pflanzliche Leben begrenzt wäre, mit nur ein paar Sträuchern hier und da. Es gibt Billionen von Bäumen auf der ganzen Welt, aber der Hauptbeitrag zur Sauerstoffproduktion kommt von den Algen im Meer. Auf den riesigen Flächen der Ozeane und Meere pumpen Algen die Luft, die wir atmen, nach oben. Sauerstoff wäre auf diesem Planeten nicht so reichlich vorhanden, aber unsere Atmung könnte auf Kohlendioxid umgestellt sein. Das Gas, das auf anderen Planeten häufig vorkommt. Wenn der Planet heiß ist, wird das Wasser knapp. Wir würden es nur an bestimmten Orten des Planeten finden, beispielsweise hoch oben in den Bergen. Der Boden wäre zu versenkt, als dass darauf etwas überleben könnte. Auch die Jahreszeiten könnten wir vergessen. Die Sonne ist derzeit gerade groß genug, um uns das zu geben, was wir brauchen. Aber wenn die Erde so groß wäre und die Sonne nur ein Himmelskörper wäre, der Wärme abstrahlt, hätten wir immer das Gefühl, in einer Mikrowelle zu sitzen. Die Tage und Nächte wären anders und es würden kaum Niederschläge fallen. Bei so viel Hitze, die im Kern erzeugt wird, würden wahrscheinlich ständig Erdbeben und Vulkane ausbrechen. Die Oberfläche wäre praktisch eine glühende Ebene aus rotem Magma, das herumwabert. Das wäre dann der wahre rote Planet. Aber wenn wir die gleiche Landschaft wie auf der heutigen Erde hätten, dann wäre es gut, irgendwo in der Nähe der Berge zu wohnen. Die Berge wären zwar mit dem Kern verbunden, aber trotzdem wäre es dort besser, als auf dem Boden zu bleiben. Einige der Berggipfel könnten sogar 100 Mal höher sein als der Mount Everest. Die Canyons wären so tief, dass der Marianengraben im Vergleich dazu wie ein kleiner Riss aussieht. Auch die Tiere würden sich anders verhalten und anders aussehen. Kaltblütige Tiere dürften nur wenig Sonne aufnehmen, damit sie nicht verbrennen. Tiere müssten weit wandern, um in fernen Gebieten Wasser zu finden. Vögel können hunderte von Kilometern fliegen, also würden wir wahrscheinlich einige schlanke Vögel durch die Luft sausen sehen.
Aber weil die Schwerkraft auf der kolossal großen Erde so stark wäre, bräuchten die fliegenden Tiere dünnere Knochen und einen dünneren Kern, um überhaupt fliegen zu können. Die wahren Überlebenden wären die Mikroorganismen. Sie können bei extremen Temperaturen und Druckverhältnissen leben und kommen eine ganze Weile ohne Sauerstoff aus. Die Nächte wären dunkel, weil es keinen Mond gäbe, der das Sonnenlicht reflektiert. Der Mond wäre wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne. Er wäre also nur ein schwebender Ball am Himmel. Die Rotationsgeschwindigkeit der Erde ist am Äquator am höchsten. Wenn sich also alle Planeten und die Sonne um uns drehen würden, wäre unsere Rotation nicht mehr so bedeutend. Neue Wetterphänomene würden unsere Ernten gefährden. Die Menschen hätten sich anders entwickelt, als wir es getan haben. Wir wären wahrscheinlich kleiner und stämmiger, weil die Schwerkraft so stark ist. Und wegen der steigenden Temperaturen würden wir wahrscheinlich überall auf der Welt in Höhlen leben. Die stärksten von uns wären in die Berge gewandert. Wir hätten wahrscheinlich den gleichen Evolutionspfad wie heute, aber andere körperliche Merkmale. Unsere Pigmentierung würde wahrscheinlich auch anders aussehen, um mit der Hitze klarzukommen. Der Wüstenfuchs hat große Ohren, um Raubtiere zu hören und um sich in der sengenden Wüstenhitze abzukühlen. Es ist möglich, dass wir aus dem letztgenannten Grund auch größere Ohren hätten. Wir wären viel stärker als heute und unsere Knochen wären kräftiger und stabiler. Die Schwerkraft ist eine der wichtigsten Komponenten für die Entwicklung unserer Knochendichte und Muskelmasse. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich keine Werkzeuge für die Jagd bräuchten. Das hätte die Bronzezeit und die moderne Zivilisation, wie wir sie kennen, verzögert. Mit wenig Vegetation wäre es nicht so wichtig, aufrecht zu stehen, um Raubtiere rechtzeitig zu entdecken. Wir wären auch nicht die schnellsten Läufer. Aber wir wären stark genug, um ein Rudel seltsam aussehender Wölfe abzuwehren. Und wenn die Erde überdimensioniert wäre, dann wäre es möglich, dass mehrere Menschenarten in isolierten Gebieten das Land durchstreifen würden. Einige Menschenarten würden wachsen und sich zu den intelligenten Denkern von heute entwickeln, aber andere würden sich nicht verändern. Und einige Lebewesen aus der Vergangenheit gäbe es immer noch unverändert. Haie gäbe es schon seit der Zeit der Dinosaurier. Sie müssten ihre Form nicht ändern oder sich anpassen, weil sie so dominant sind. Andere Tiere würden sich wegen ihrer Isolation nicht verändern. So wie auf den Galapagos-Inseln, wo einzigartige Tiere leben, weil sie dort so isoliert leben. Ohne Raubtiere, die ständig um sie herumlauern, haben sie keine Angst vor Menschen. Auf der neuen Erde in Megagröße gäbe es Gebiete, die so groß wie Asien wären und mit isolierten Tieren bevölkert wären, die genau so bleiben würden wie bei ihrem ersten Erscheinen. Auch die menschliche Spezies in diesen Regionen würde sich nicht verändern, weil sie sich nicht bewegt oder mit irgendwas experimentiert hätte. Ihre Ernährung bliebe gleich und sie würden sich an das Klima gewöhnen, in dem sie leben. Auch die Technologie hätte sich in den verschiedenen Teilen des Planeten unterschiedlich entwickelt. In einigen Gebieten, die völlig isoliert sind, gäbe es keinen Zugang zu neuen Geräten und Erfindungen. Es wäre so, als würde man auf einem Planeten mit verschiedenen Epochen zur gleichen Zeit leben. Andere Gebiete wären so fortschrittlich, dass sie auf der Suche nach der Wahrheit sogar vom Planeten wegfliegen könnten. Unsere aktuelle Schwerkraft reicht aus, damit wir gut leben und uns entwickeln können. Aber wenn wir die Erde auf die Größe des Jupiters aufpumpen würden, dann würde uns die Schwerkraft zerquetschen. Und bei der Größe der Sonne wäre die Erde nicht einmal mehr ein Planet, sondern ein brauner Zwerg und würde ständig brennen, bis sie zu einer neuen Sonne wird. Im Moment ist die Erde in unserem Universum so klein, dass sie praktisch wie ein Sandkorn in der Wüste ist. Auf kosmischer Ebene sind wir also ein unbedeutender Beitrag in diesem Universum.